Egal wie warm oder kalt es draußen ist, nichts ist schöner als ein leckerer Vanille-Milkshake. Moin moin Leute, Kevo hier. Kurz vorneweg, dieses Video ist der erste Teil einer neuen Reihe, bei der ich euch verschiedene Getränke vorstelle, die lecker schmecken und schnell zum Nachmachen sind. Dabei erwarten euch eine Palette von warmen, kalten, süßen, säuerlichen und vielen weiteren Getränken. Wie bereits erwähnt, zeige ich euch heute aber, wie ihr schnell und super einfach einen köstlichen Vanillemilchshake zubereiten könnt. Pro Glas, was wir zubereiten wollen, brauchen wir lediglich 100 ml Milch, und zwar einfach eine, welche uns am besten schmeckt. Ich habe hier ganz normale Hafermilch, aber ihr könnt auch Milchalternativen wie Hafer oder Sojamilch ausprobieren. Als nächstes brauchen wir auch 60 bis 80 Gramm Vanilleeis, je nachdem wie intensiv ihr den Geschmack haben wollt. Und zum Schluss brauchen wir auch noch Sahne zur Dekoration. Wer mag, kann auch noch zusätzlich ein paar Eiswürfel mitnehmen. Die habe ich jetzt aber hier noch nicht mit auf dem Tisch stehen, da sie sonst geschmolzen wären. Also, fangen wir mal an. In meinem Fall schnappe ich mir einen Messbecher, da ich keinen richtigen Mixer habe, sondern den Vanillemilchshake mit einem Pürierstab zubereite. Das funktioniert genauso gut. Habt ihr einen Mixer, könnt ihr hier einfach alles in den Mixer geben. Beginnen wir also mit der Milch. Die kommt zuerst in unseren Becher. Danach geben wir das Vanilleeis mit dazu. Das könnt ihr entweder vorher abwiegen oder einfach nach Gefühl reingeben. Anschließend empfehle ich euch noch, trotzdem ein oder zwei Eiswürfel dazuzugeben. Denn das kühlt nochmal extra und hält den Milchshake auch dauerhaft kühl. Jetzt heißt es, alles ordentlich durchmixen. Wichtig ist, dass ihr das nicht allzu lange macht, denn ein Milchshake soll ja etwas dickflüssiger sein. Seid ihr mit der Konsistenz jetzt zufrieden, dann heißt es auch schon anrichten. Wir füllen den Milchshake einfach um und sprühen die Sahne zur Dekoration darüber. Und tada, ein leckerer Vanillemilchshake ganz einfach und schnell zubereitet. Ideal für zwischendurch oder auch für besondere Anlässe. Ich hoffe, euch hat dieses kurze und knackige Video gefallen und ihr schreibt in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Ich würde mich außerdem auch über eine Bewertung oder ein Abo freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund, bis dahin, euer Kevo.